Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Berliner aus dem Ost- und Westteil der Stadt erklettern die Mauer. Volksfeststimmung beim Wiedersehen am Brandenburger Tor. In der Nacht war es geöffnet worden. 28 Jahre lang seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 haben wir diesen Tag herbeigesehnt und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten hat ihre Schrecken verloren. Wahrscheinlich mehr als 100.000 DDR-Bürger haben bis zur Stunde die offene Grenze zu einem Besuch in West-Berlin und im Bundesgebiet genutzt. Vor allem in Berlin spielen sich bewegende Szenen ab. Dort wechselten seit der vergangenen Nacht zehntausende Menschen in beiden Richtungen über die Grenze. Manchmal entfielen die Kontrollen ganz. Die DDR hat inzwischen damit begonnen, Grenzbefestigungen zu beseitigen, um neue Übergänge in der Stadt einzurichten. Nach Angaben von DDR-Innenminister Dickel werden auch neue Grenzübergänge zur Bundesrepublik in Erwägung gezogen. So einen Taumel hat Berlin noch nicht erlebt. Noch immer kommen unzählige DDR-Bürger ohne Visum nach West-Berlin. Das Vorzeigen des Personalausweises genügt bisher. Mit Jubel und Freudentränen werden sie empfangen. Mindestens 1.000 DDR-Bürger wollen für immer im Westen bleiben. Die Aufnahmelager sind überfüllt. Gewaltiger ist jedoch die Menge der Kurzbesucher. Der Kurfürstendamm ist dicht von Menschen, die einfach nur einmal gucken kommen wollen. Lange Schlangen bilden sich an den Auszahlungsstellen für das Begrüßungsgeld. 100 Mark erhält jeder Besucher. Gleich nebenan wird das Geld auch wieder ausgegeben. Viele Kaufhäuser und Restaurants offerieren Sonderangebote und akzeptieren auch Ostmark, normalerweise zum Kurs von 1 zu 10. Belagert werden aber auch die Wechselstuben. Weil so viele DDR-Bürger Ostmark in Westgeld getauscht hatten, rutschte der Wechselkurs zeitweise von 1 zu 12 auf 1 zu 9 ab. Am Nachmittag wurden allerdings auch große Mengen Ostmark, wahrscheinlich von Spekulanten, gekauft, sodass der Kurs wieder anstieg. Währenddessen feiern die Berliner das wohl freudigste und spontanste Fest ihrer Geschichte. Zehntausende versammeln sich vor und auf der Mauer am Brandenburger Tor. Immer noch fassungslos und oft mit Tränen in den Augen. Schon gestern Nacht knallten am Brandenburger Tor und an allen anderen Grenzübergängen die Sektkorken. Es spielten sich bewegende Szenen ab, nachdem sich die neue Regelung in beiden Teilen Berlins herumgesprochen hatte. Die ersten DDR-Bürger, die im Trabi oder zu Fuß über die Kontrollpunkte kamen, mussten noch ihren Personalausweis zeigen. Nach Mitternacht waren die Grenzkontrolleure dem Ansturm nicht mehr gewachsen. Sie verloren völlig die Übersicht. Westberliner gingen sodann ungehindert nach Ostberlin und unzählige Ostberliner kamen nach Westberlin, meist nur für eine kleine Stadtrundfahrt. Der Verkehr in der Innenstadt brach auf diese Weise zusammen. Der Kurfürstendamm wurde eine einzige Partyfläche. Bis in die Morgenstunden waren 100.000 auf den Beinen und feierten. So hatte die Regierung sich das mit Sicherheit nicht vorgestellt. Selbst das Brandenburger Tor, Symbol der deutsch-deutschen Wirklichkeit und empfindlichster Punkt der Grenze, war um Mitternacht vor dem Massenansturm auf die Grenzübergänge nicht sicher. Die Emotionen schlugen hoch. Das ist im Prinzip ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Das konnte ich mir nie vorstellen, einmal durchs Brandenburger Tor zu gehen. War für mich eine nicht mehr Möglichkeit. Am Brandenburger Tor gibt es keinen Grenzübergang. Trotzdem durchbrachen die Ostberliner die Absperrungen der DDR-Grenztruppen, marschierten durchs Tor hin zur Mauer, kletterten von Ost nach West und gemeinsam mit den Westberlinern von West nach Ost. Die Grenztruppen wurden völlig überrascht, hielten sich zurück, provozierten nicht und ließen sich nicht provozieren. Bis heute früh um 3 die Menge den Anfragen der Grenzhüter Folge leistete und den Platz verließ. Die Mauer war an dieser Stelle allerdings auch heute den ganzen Tag von Demonstranten aus Ost- und West-Berlin besetzt. Überrascht worden war die Regierung offenbar insgesamt von dem spontanen Riesenandrang, der nach der Bekanntgabe der neuesten Reiseregelung gestern Abend begann und heute unvermittelt anhielt. Nach dieser Regelung ist ein Reisepass nötig mit einem Visum, das allerdings jeder, der es beantragt, sofort bekommen soll. Doch angesichts der Massen, die heute zu der Grenze drängten, reichte der Personalausweis ohne Visum. An vielen Kontrollstellen wurde überhaupt kein Papier mehr verlangt. Die Menschen liefen völlig unkontrolliert von Ost nach West und zurück.
Der Innenminister garantierte heute Nachmittag in eindringlichen Worten die neue Reisefreiheit auch für die Zukunft, versprach neue Grenzübergänge und beschwor die Bürger, Disziplin zu wahren und für eine geordnete Abwicklung des Reiseverkehrs selbst zu sorgen. Die offene Grenze und die Entwicklung in der DDR waren Thema der Kundgebung vor dem Berliner Rathaus Schöneberg. Führende Politiker sagten der Reformbewegung ihre Unterstützung zu. Bundeskanzler Kohl hatte für die Reise nach Berlin seinen Polenbesuch unterbrochen. Morgen wird er in Bonn eine Sondersitzung des Kabinetts leiten und voraussichtlich am Abend nach Warschau zurückkehren. Hier Redeausschnitte aus der Veranstaltung in Berlin, zunächst der regierende Bürgermeister Mompe. Unsere ganze Stadt und alle ihre Bürgerinnen und Bürger werden diesen 9. November 1989 nie mehr vergessen. Das war der Moment, auf den wir so lange gewartet haben. 28 Jahre lang seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 haben wir diesen Tag herbeigesehnt und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Dieses Kapitel der Geschichte, das wird vom Volk der DDR selbst geschrieben. Wir beglückwünschen die Bürgerinnen und Bürger der DDR zu ihrer friedlichen und demokratischen Revolution. Gestern war nicht der Tag der Wiedervereinigung, sondern der Tag des Wiedersehens in unserer Stadt. Es ist sicher, dass nichts im anderen Teil Deutschlands wieder so werden wird, wie es war. Die Winde der Veränderung, die seit einiger Zeit über Europa ziehen, haben an Deutschland nicht vorbeiziehen können. Meine Überzeugung war es immer, dass die betonierte Teilung und dass die Teilung durch Stacheldraht und Todesstreifen gegen den Strom der Geschichte standen. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Wer wie wir, die wir gerade aus Warschau hergekommen sind, dort empfunden hat, was der Reformprozess in Ungarn und in Polen möglich gemacht hat, der weiß, dass es jetzt gilt, mit Bedachtsamkeit Schritt für Schritt den Weg in die gemeinsame Zukunft zu finden. Denn es geht um unsere gemeinsame Zukunft. Es geht um die Freiheit für uns alle und vor allem für unsere Landsleute drüben in der DDR in allen Bereichen ihres Lebens. Geben Sie den Weg frei für die Willensbildung des Volkes, durch das Volk und für das Volk. Das Zentralkomitee der SED hat zum Abschluss seiner Krisensitzung in Ost-Berlin heute ein Aktionsprogramm verabschiedet. Das abgelöste Politbüro, so heißt es darin, habe die DDR in eine tiefe Krise geführt. Es werden freie Wahlen angekündigt und die Bildung einer, wie es heißt, demokratischen Koalitionsregierung vorgeschlagen. Neue politische Vereinigungen sollten auf dem Boden der Verfassung wirken können. Die bisherigen Politbüromitglieder Mittag und Herrmann wurden wegen Schädigung des Ansehens der Partei und schwerer Fehler aus dem Zentralkomitee ausgeschlossen. Vier gerade erst gewählte Mitglieder bzw. Kandidaten des Politbüros traten wieder zurück. Eine Parteikommission soll die Fehler der Vergangenheit aufdecken und die Schuldigen benennen. Der Lustgarten in Ost-Berlin heute Abend. Zum Abschluss der dreitägigen Krisensitzung hatte die SED zu einer Großkundgebung aufgerufen. Kurz zuvor waren erste, zum Teil sensationelle Beschlüsse bekannt geworden. Vier gerade frisch gewählte Politbüromitglieder wurden wieder vor die Tür gesetzt wegen mangelnder Reformfreudigkeit. Ein Untersuchungsausschuss der Volkskammer soll Korruption und Amtsmissbrauch bei hohen SED-Funktionären untersuchen. Vor wenigen Minuten ergriff Egon Krenz selbst das Wort und forderte einen moralisch sauberen Sozialismus.
Deshalb hat auch der Ministerrat neue Regelungen fürs Reisen beschlossen. Für alle mündigen Bürger unseres Landes als Ausdruck, dass wir es mit der Politik der Erneuerung ernst meinen und dass wir allen die Hand strecken, die mit uns gemeinsam gehen wollen. Zuvor hatte sich die neue Führung der SED massivste Kritik von Parteisprechern der Basis anhören müssen. Zweitens, ich frage mich, wird es eine Selbstbestimmung sein, die den Sozialismus stabilisiert? Oder wird es die Freiheit sein, ihn auszuverkaufen? Beide Wege sind offen. Der Sozialismus steht zwischen Chance und Untergang. Ich bin mir sicher, dass nur die schnellstmögliche grundlegende Erneuerung der SED ihr vielleicht die Chance gibt, überhaupt noch irgendeine Rolle in diesem Land oder besser für unser Heimatland zu spielen. Bundespräsident von Weizsäcker ermahnte die Bevölkerung beider deutscher Staaten zu Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein. In der Erklärung heißt es weiter, es gelte Schritt für Schritt einen Zustand zu erreichen, in dem die Menschen hüben und drüben in Freiheit und Würde miteinander leben könnten. Die bewegenden Stunden der letzten Nacht bedeuteten einen tiefen historischen Einschnitt in die Nachkriegsgeschichte. Freiheit könne auf Dauer nicht eingemauert werden. Die Bundesregierung bemüht sich unterdessen um weitere Unterbringungsmöglichkeiten für die Ausreisenden aus der DDR. Innenminister Schäuble beriet in Bonn die Lage mit Vertretern der Länder, Gemeinden, Gewerkschaften und Hilfsorganisationen. Sie appellierten an die Bevölkerung, Privatquartiere zur Verfügung zu stellen. Inzwischen müssen die Übersiedler auch mit unterirdischen Zivilschutzräumen als Notunterkünfte vorlieb nehmen. Die USA, Frankreich, Großbritannien und Kanada haben bereits ihre Unterstützung zugesagt. Sie wollen einzelne Flächen und Gebäude für eine vorübergehende Aufnahme räumen. An den Grenzübergängen stauen sich seit Stunden die Autos von DDR-Bürgern. Allein vor Hirschberg soll sich eine bis zu 60 Kilometer lange Schlange gebildet haben. Fast 4 Stunden müssen die Menschen auf ihre Abfertigung warten. Vom Grenzpunkt Helmstedt berichtet Achilles Franke. Hier an der Grenzkontrollstelle in Helmstedt, ähnlich wie das Brandenburger Tor, ein Symbol der deutschen Teilung, ist noch immer Hochbetrieb. Die offiziellen Zahlen des Bundesgrenzschutzes, bis jetzt sind 3.500 Pkw gekommen mit 8.500 Besuchern. Die Mehrzahl davon hat die überraschende Chance zum Tagesbesuch in der Bundesrepublik genutzt. Nur 500 haben auch ihren Willen bekundet, hier zu bleiben. Und die sind vor allem in den frühen Morgenstunden gekommen. Die anderen sind in Magdeburg oder so in den Betrieb gekommen und sofort gemeinsam los, quasi als Betriebsausflug. Hier fahren auch schon seit Stunden die ersten zurück. Stau auf der Autobahn nach Berlin in beiden Richtungen, wie sonst nur zu Ostern und Weihnachten. Aber die Westberliner, die nun erheblich länger als sonst ins Wochenende brauchen, sind gelassen und zeigen hier volles Verständnis für die Zustände. Und die Bundesbürger, von denen es heißt, dass sie so lange im Schatten der Grenze gelebt haben, sie sind schon auch immer zur Begrüßung da, verteilen Obst, Schokolade und sogar Geldscheine. Früher eine Sensation, heute schon fast normal. Vor wenigen Minuten wurde hier bekannt, dass von morgen an ein Linienbus regelmäßig von Magdeburg nach Helmstedt fahren wird, mehrmals täglich. Im westlichen Ausland hat die Grenzöffnung ein gewaltiges Echo ausgelöst. In der Berichterstattung der Medien stand sie meist an erster Stelle. Die Alliierten stuften die Entwicklung durchweg als historisch ein. US-Präsident Bush sprach von einem dramatischen Schritt auf dem Weg zur Freiheit. Der französische Premierminister Rocard von einem gigantischen Ereignis. Premierministerin Thatcher äußerte die Hoffnung, dass dies der erste Schritt zum Abriss der Mauer sei. Der Sprecher des sowjetischen Außenministeriums Gerasimow bezeichnete die Grenzöffnung als Beitrag zur umfassenden Demokratisierung der DDR. Zugleich warnte er vor einer Hoffnung auf Wiedervereinigung. Grenzveränderungen in Mitteleuropa seien in niemandes Interesse. Der größte Teil des deutsch-polnischen Vertragswerks ist noch vor der Abreise des Kanzlers aus Warschau unter Dach und Fach gebracht worden. Insgesamt wurden 9 Einzelabkommen unterzeichnet, die den Reformprozess in Polen unterstützen sollen. Im Einzelnen geht es dabei um Erleichterungen bei der Schuldenrückzahlung, die Gewährung weiterer Bürgschaften sowie den Schutz von Investitionen deutscher Unternehmen. Vereinbart wurde ferner die Zusammenarbeit auf einer ganzen Reihe von Gebieten, wie etwa beim Umweltschutz und beim Jugendaustausch. Der bulgarische Partei- und Staatschef Schiwkow ist heute überraschend zurückgetreten. Nach einer Meldung der amtlichen Nachrichtenagentur bat er selbst um seine Entlassung. Über die Gründe wurde nichts mitgeteilt.
Der 78-jährige Schiwkow war der dienstälteste Parteichef Osteuropas. Er war 35 Jahre an der Macht. Zu seinem Nachfolger wählte das Zentralkomitee den bisherigen Außenminister Mladenow. Er gilt als gemäßigter Reformer.